Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem weiteren Minecraft-Tutorial. In diesem Tutorial geht es um eine Verzauberung, nämlich um die in meinen Augen wichtigste Verzauberung, die man durch den Verzauberungstisch bekommen kann. Und zwar ist das die Verzauberung Glück, beziehungsweise auf Englisch Fortune. Und diese Verzauberung sorgt quasi dafür, dass ihr bei manchen Dingen, die ihr abbaut, einfach mehr bekommt. Zum Beispiel bei Diamanten. Und das ist eine ganze Menge mehr und wir werden uns das gleich auf jeden Fall nochmal anschauen. Aber zunächst wollen wir natürlich wissen, wie kann man denn überhaupt Glück bekommen. Und zwar gibt es natürlich die Möglichkeit, in Kisten quasi ein Buch zu bekommen, wo Glück drauf ist. Das kann man zum Beispiel in Villager-Dörfern finden oder auf verlassenen Wracks von Schiffen zum Beispiel. Oder halt überall, wo man Kisten so finden kann, so ungefähr. Und überall, wo man verzauberte Bücher finden kann. Und ihr könntet das theoretisch auch handeln von Villagern. Aber die einfachste Möglichkeit, zumindest in meinen Augen, ist natürlich das Verzaubern. Und dazu habe ich schon das letzte Tutorial gemacht. Da ging es um das Verzaubern. Das werde ich euch mal verlinken. Aber ansonsten, nochmal kurz zusammengefasst. Ihr braucht eben einen Verzauberungstisch in der Mitte. Und am besten 15 Bücherregale mindestens drumherum. Und dann könnt ihr eben richtig verzaubern. Und das wollen wir jetzt auch mal machen. Und zwar wollen wir ja die Verzauberung Glück bekommen. Und die Verzauberung Glück kann man in drei Stufen quasi bekommen. Und zwar eben Glück 1, Glück 2 und Glück 3. Oder eben auf Englisch, ich spiele auf Englisch, Fortune 1, 2 und 3. Und man kann das insgesamt bekommen natürlich auf Büchern, aber auch auf eben Spitzhacken. Das ist natürlich am besten. Aber auch auf Echsen oder auf Schaufeln funktioniert das. Und noch ein kleiner Tipp. Man sieht ja immer so eine kleine Auswahl quasi oder eine Verzauberung schon mal fertig und das ist ja jedes Mal so, dass man die schon sieht. Und solltet ihr da Behutsamkeit sehen oder eben Silk Touch auf Englisch, dann wisst ihr schon, dass ihr kein Fortune bekommt oder kein Glück, denn man kann nicht gleichzeitig Behutsamkeit und Glück haben, das funktioniert leider nicht. Und ja, dann geht ihr halt einfach zum Verzauberungstisch, hofft, dass ihr Glück bekommt und am besten natürlich Glück 3, ansonsten wie gesagt Glück 1 und Glück 2, wo der Unterschied ist, schauen wir uns gleich auch an, aber wenn ihr Glück 3 habt, dann einfach verzaubern und schon habt ihr hier in diesem Fall eine richtig gute Spitzhacke mit Efficiency 4, Fortune 3 und mit Unbreaking 3. Und jetzt schauen wir uns an, wie sehr denn Glück quasi die Dropzahl von den Items verändert. Mit der Glück 3 Spitzhacke, die ich jetzt habe, habe ich tatsächlich die Möglichkeit, aus einem einzigen Diamantenerz quasi insgesamt 4 Diamanten zu bekommen. Ich kann also quasi die Anzahl an Diamanten, die ich bekomme, vervierfachen, was schon richtig genial ist. Aber es gibt natürlich auch noch Glück 1 und Glück 2 und wir werden uns jetzt mal genau die Stats angucken, um wie viel quasi die Verzauberung das verbessern. Dazu habe ich jetzt quasi einmal eine Tabelle geschrieben mit den ganzen Zahlen. Und zwar könnt ihr, wenn ihr Diamanten abbaut, ohne eine Glücksspitzhacke, bekommt ihr zu 100% jedes Mal, wenn ihr einen Diamanten abbaut, eben leider nur einen einzigen Diamanten. Und das würde bedeuten, wenn ihr 100 Diamanten abbaut, bekommt ihr auch 100 Diamanten. Bei Glück 1 sieht das schon ein bisschen anders aus, denn da habt ihr zu 33% die Chance, dass ihr 2 Diamanten statt nur einen bekommt. Und das würde dann im Durchschnitt dazu führen, dass ihr statt 100 Diamanten 133 bekommt. Das ist schon mal nicht schlecht. Aber bei Glück 2 ist das Ganze noch besser, denn hier bekommt ihr zwar zu 50% immer noch nur einen einzigen Diamanten, habt aber zu 25%, also immerhin zu einem Viertel, die Chance 2 zu bekommen und auch zu einem Viertel die Chance 3 zu bekommen. Und das würde dann im Durchschnitt dafür sorgen, dass ihr, wenn ihr 100 Diamanten abbaut, 175 Diamanten bekommt, was schon mal richtig gut ist, das ist schon mal fast doppelt so viel. Aber am allerbesten ist natürlich die Verzauberung Glück 3. Hier habt ihr nur noch zu 40% einen einzigen Diamanten, also quasi Pech. Und zu 20% bekommt ihr dann jeweils zweimal so viele, dreimal so viele oder sogar viermal so viele Diamanten. Also quasi jeden fünften Diamanten, den ihr abbaut, da bekommt ihr dann 4 Stück raus. Das ist schon richtig genial. Und im Durchschnitt sorgt das dann dafür, dass ihr, wenn ihr 100 Diamanten abbaut, im Durchschnitt 220 Diamanten bekommt. Also alleine von den Statistiken her würdet ihr mehr als doppelt so viele Diamanten bekommen, wobei ihr natürlich richtig Glück haben könnt und jedes Mal für jeden Diamanten 4 Stück bekommt. Und das würde dann, wenn ihr richtig Glück habt, ihr wie gesagt aus 100 Diamanten 400 Diamanten machen. Und das ist ja schon mal eine ganze Hausnummer, würde ich sagen. Natürlich funktioniert das auch mit anderen Sachen, zum Beispiel mit Nether Quarz, Kohle und auch mit Lapis Lazuli und Smaragden. Aber wir bleiben jetzt erst nochmal kurz bei den Diamanten und zwar schauen wir uns mal dieses Vorkommen hier an. Sowas hier hat wahrscheinlich schon mal jeder von euch gesehen, der irgendwie in Höhlen mal aktiv war oder gemeint hat. Und meistens kommen Diamanten nämlich in dieser Konstellation vor. Das sind insgesamt 8 Diamanten, die ihr quasi abbauen könnt. Und ohne eine Glücksspitzhacke würdet ihr aus diesen 8 Diamanten eben auch 8 Diamanten bekommen. Das ist jetzt ja keine große Matheaufgabe quasi. Aber wie gesagt, wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Glück 3 Spitzhacke habt, so wie ich, könntet ihr aus diesen 8 Diamanten 32 Diamanten machen. Und ich habe euch mal den Unterschied, den 8 und 32 Diamanten quasi haben, mal hier aufgelistet als Items quasi. Und zwar könntet ihr aus 8 Diamanten insgesamt ein Diamantschwert craften, eine Spitzhacke, eine Schaufel und einen Verzauberungstisch. Das ist ja schon mal ein cooler Anfang. Aber wenn ihr nur eine Glück 3 Spitzhacke habt und ein bisschen Glück, dann könnt ihr genau dasselbe craften und eine ganze Diamantrüstung noch dazu. Also das ist quasi der Unterschied zwischen einer Spitzhacke ohne Glück und einer mit Glück 3, wenn ihr wirklich Glück habt. Und zwar ist das eine ganze Diamantrüstung und das nur bei diesen 8 Diamanten. Und wenn ihr euch jetzt mal überlegt, wenn ihr stundenlang minen geht und irgendwie tatsächlich 100 Diamanten findet, dann sind das natürlich super viele Diamanten mehr und das lohnt sich halt schon richtig. Und vor allem kann man das, wie gesagt, auch bei vielen anderen Erzen benutzen und auch bei anderen Blöcken. Und die schauen wir uns jetzt als nächstes an.
neben den ganzen Erzen gibt es natürlich auch noch andere Blöcke, die ihr eben quasi mit Glück besser abbauen könnt oder anders abbauen könnt. Und zwar haben wir zum einen Gravel, beziehungsweise Kies. Und zwar kann man ja aus Kies, wenn man eben Glück hat, einen Flint bekommen, beziehungsweise einen Feuerstein. Und das Ganze ist natürlich erhöht, wenn ihr Glück habt. Wenn ihr Glück 1 zum Beispiel habt, ist das Ganze auf 14% erhöht. Normalerweise sind das 10%. Und mit Glück 2 auf 25%. Habt ihr jetzt allerdings zum Beispiel eine Schaufel mit Glück 3, bekommt ihr garantiert jedes Mal bei jedem Gravel einen Feuerstein. Das bedeutet, ihr bekommt gar kein Kies mehr, sondern bekommt jedes Mal einen Feuerstein. Was natürlich theoretisch unnötig ist, weil man die nicht so oft braucht. Aber falls ihr mal einen Feuerstein braucht und ein Glück 3 oder ein Glück 3 Werkzeug habt, könnt ihr damit einfach ganz auf Nummer sicher gehen, ein Gravel abbauen und ihr habt direkt einen Feuerstein. So ähnlich ist das auch bei Blättern, denn aus Blättern bekommt man ja mit einer gewissen oder mit einer relativ niedrigen Prozentzahl tatsächlich Setzlinge und auch Äpfel. Allerdings ist die eben erhöht, wenn ihr das mit Werkzeugen macht, die Glück haben. Und genauso erhöht ist das auch bei Redstone, bei Glowstone, bei Seelaternen und bei Melonen und noch bei anderen Sachen, die ihr anbauen könnt. Zum Beispiel bei Kartoffeln, Karotten, bei Weizen und bei Netherwarzen. Beziehungsweise ist es bei Weizen so, dass ihr nicht mehr Weizen bekommt, sondern Weizenkörner eben mehr bekommt, also die Samen. Und dementsprechend könnt ihr auch mit einer Glücksspitzhacke zum Beispiel einfach Gräser abbauen und habt da dann auch nochmal die erhöhte Wahrscheinlichkeit, eben Samen zu bekommen. Und ich denke, für eine Verzauberung, die man durch den Verzauberungstisch bekommen kann, ist das schon eine ganz schön gute Leistung, gerade auch bei den Diamanten. Das ist nämlich so der Hauptgrund, warum ich Glück eben ziemlich nice finde, dass man einfach aus einem einzigen Diamanten theoretisch 4 machen kann. Und wie gesagt, den Unterschied habe ich euch hier, denke ich mal, relativ eindrucksvoll gezeigt. Und deswegen finde ich, ist eben Glück eine der wichtigsten Eigenschaften oder der wichtigsten Verzauberung quasi, die man eben auf seinen Werkzeugen haben kann. Denn so macht ihr aus einem seltenen Rohstoff, wie zum Beispiel Diamanten, eben etwas, was man zum einen sehr viel mehr hat oder eben auch weniger farmen muss und dann kann man sich viel mehr aufs Bauen konzentrieren. Und das gleiche natürlich mit vielen Rohstoffen, eben auch mit Kohle zum Beispiel für Fackeln oder zum Brennen, mit Lapis oder mit Smaragden zum Handeln und so weiter. Und ja, deswegen denke ich, ist Glück auf jeden Fall eine der besten Verzauberungen im Spiel und definitiv die beste im Verzauberungstisch. Und ich hoffe, euch hat das Video soweit gefallen und weitergeholfen. Wenn ihr bis hierhin geschaut habt, schreibt mal Hashtag Glück in die Kommentare. Und ansonsten sehen wir uns bei einem weiteren Video. Haut rein und ciao.